Also heute ist bei uns Ruth Abmeier von den Freien Wählern und ich würde sagen, Sie stellen sich erstmal ein bisschen vor, dass unsere Zuschauer wissen, wer Sie sind. Mein Name ist Ruth Abmeier, ich bin 15 Jahre alt, kandidiere für die Freien Wähler in den Landtag, bin verheiratet, habe zwei Kinder, was an Hobbys eigentlich genug ist, gehe arbeiten, wir haben uns jetzt gerade schon ein bisschen vorher unterhalten, arbeite in der Tierarztpraxis. Und politisch, ja, wenn wir jetzt die nächste halbe Stunde reden, schauen wir mal. Vielen Dank. Jeder kennt ja von uns jemanden, der momentan eine Wohnung sucht. Und jetzt ist unsere Frage, was möchten Sie der Wohnungsknappheit entgegensetzen? Schwierig, weil die letzten Jahre ist immer weniger gebaut worden, weniger Sozialwohnungen. Jetzt, wenn man sagt, man möchte Sozialwohnungen bauen und es gibt mehr Unterstützungen, werden die Wohnungen wieder automatisch teurer. Auch wenn es das Baukindergeld gibt, ist auf der einen Seite eine gute Idee. Auf der anderen Seite, wenn ich dann ein Angebot hole, ein Haus zum Bauen, kostet es komischerweise wieder 10.000, 20.000 Euro mehr, wie es vor diesem Baukindergeld gegeben hat. Es müssten mehr Sozialwohnungen gebaut werden, und zwar nicht nur auf dem Land, sondern in der Stadt. Es gibt viele tote Flächen, wo man bauen könnte. Mit dem Flächenfraß muss man das dann so machen, dass man auch in die Höhe denken muss. Das heißt nicht, dass man da 10-geschossige 70er Jahre Wohnsilos bauen muss, aber man muss sich überlegen, ob man dann in der Stadt nicht doch 5- oder 6-geschossig auch mal bauen kann. Und es gibt da auch schöne Möglichkeiten. Und ich kann in der Sozialwohnung auch einen Aufzug reinbauen. Dann kann ich nämlich auch sagen, wenn ich ab 4-geschossig bin oder 3-geschossig, dann kann ich einen Aufzug reinbauen. Dann können auch ältere Menschen oben wohnen. Dann ist es ebenartig, dann komme ich mit dem Rollstuhl einfach auch ohne Probleme hoch. Natürlich muss der Fahrstuhl immer funktionieren. Also von dem her, es müsste mehr Geld investiert werden in den sozialen Wohnungsbau. Nicht für Häuser, sondern für Wohnungen in der Stadt oder in den Städten. Es gibt ja sehr viele Leute, vor allem Junge oder Ältere, die keinen Führerschein haben, die über den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Und daher würde uns interessieren, was Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr macht. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß, was wir in Günzburg, im Landkreis Günzburg machen. Wir haben den Flexibus, der läuft sehr gut, aber trotzdem ist im Großen und Ganzen gerade für junge Leute, in der Nacht, wäre ich sofort dafür, diese Nachtbusse anzuschaffen, wo durch die Dörfer fährt, im Stundentakt, die Jugendlichen einsammelt und auch nachts bis 1, 2 Uhr wieder sicher heimbringt. Und wenn ein Bus sich nicht rentiert, dann einfach Taxis. Ich kenne viele Mütter und Väter, wo ganze Nächteweise unterwegs sind und nicht nur ihre Kinder abholen, sondern auch die Kinder dann, wo auch noch dabei sind, das Auto voll machen und die Kinder verteilen. Aber es haben halt leider nicht alle die Möglichkeit. Von dem her, also für junge Leute wäre ich sofort dafür, diese Nachtbusse. Ansonsten für die Normalbevölkerung, diese Flexibusse sind sehr gut. Es ist halt der Nachteil, es soll sich ja immer auch, soll ja auch immer kostendeckend sein. Und das funktioniert halt bei uns auf dem Land überhaupt nicht. Das sieht man, wenn man die Mindelbahn anguckt, wie viel fahren. Wenn ich von Günzburg gucke und die nach Grumbach und Mindelheim fährt, das sind meistens, wenn er normal vorbeifährt, ich sehe immer niemand drin sitzen. Also von dem her, wenn da 5, 6 Leute drin sind, ist es wahrscheinlich viel. Zur Schulzeit sieht es anders aus, in der Früh und am Mittag, weil ja doch viele nach Grumbach und Voss gehen. Aber ansonsten wird es wenig benutzt, weil jeder Junge heutzutage immer noch sagt, ja, ich bin 18, ich brauche ein Auto. Aber ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auch ändern. Ich denke, mit der Elektromobilität wird viel mehr kommen, dass auch eigenständige Busse fahren, wie auf Schienen, ohne Busfahrer, wo man einsteigen kann und mitfahren kann. Das hört sich zwar jetzt an wie absolute Zukunftsmusik, aber vor 20 Jahren hat keiner daran gedacht, dass es Smartphones gibt und dass sie mit dem Handy ins Internet kommen. Also wenn ich heute meine Kinder Telefon zeigen mit Wählscheibe, sagen sie, was ist das? Und das ging so rasend schnell. Also schauen wir mal, was in 10, 15 Jahren kommt.
Mit Grundremmingen haben wir ja in der Nähe ein Atomkraftwerk, was auch viele beunruhigt. Was sagen Sie denn zum Thema Atomkraft? Jeder will Strom. Jeder will Strom. Und heutzutage sogar noch mehr für Internet, Computer, Tablet. Jeder will Strom. Und keiner will Atomkraftwerke. Ich auch nicht. Also um Gottes Willen, ich brauche es ja auch nicht. Aber dann muss ich akzeptieren, dass es Biogasanlagen gibt, dass es Felder gibt, wo Photovoltaik ist, dass es Windkraftparks gibt, dass es eventuell, auch wenn die Freie Wähler massiv dagegen sind, gegen die Stromtrasse, aber wenn von Norddeutschland runter eine Stromtrasse kommt, von den Windparks, dass die Windparks mal angeschlossen werden können, dann haben wir auch Strom. Was passiert denn, wenn jetzt alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden? Da müssen wir Strom zukaufen. Also im Moment können wir uns noch nicht selber halten. Und möchte ich Atomstrom von Frankreich oder von der Tschechei? Also da waren mir dann die deutsche Atomkraftwerke lieber, weil ich da weiß, dass sie sicher waren. Aber ich hoffe natürlich schon, dass sie es jetzt noch auf die Reihe kriegen. Die Trassen bauen werden, auch unterirdisch, kostet viel mehr, wird die Allgemeinheit dann zahlen müssen. Aber wir brauchen Strom. Und am besten natürlich ohne Atom. Und das Endlager ist dann auch noch nicht geklärt. Und da kommt dann die nächste große Diskussion. Es leben ja schon seit vielen Jahrzehnten Menschen mit muslimischem Hintergrund hier in Deutschland. Auch viele der Flüchtlinge sind ja auch Muslime. Wie stehen Sie zu diesem Hintergrund zu einem speziell muslimischen Religionsunterricht? Also wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, hätte ich gesagt, sofort. Inzwischen bin ich der Meinung, dass wir alle, also ob Muslime, katholische Kinder, evangelische Kinder, Freikirchen, egal, Atheisten, dass die alle miteinander unterrichtet werden sollen. Und zwar in Ethik. Dass die vom Koran viel mitkriegen, den ich übrigens selber auch gelesen habe. Ich habe aber auch Bibel gelesen. Damit, ich hasse das was, wenn ich mich unterhalten soll und ich weiß nicht darüber Bescheid. Und die Bücher sind beide schwierig. Aber okay, ich bin der Meinung, alle Kinder sollten miteinander unterrichtet werden, dass die von jedem, von den Muslimen den Hintergrund wissen, die muslimischen Kinder das Katholische, der Unterschied zwischen, der ja nicht sonderlich groß ist, zwischen evangelisch und katholisch. Auch Zeugen Jehova, dass die alle miteinander, auch diese evangelischen Freikirchen, dass die alle miteinander dieses Wort Werteerziehung finde ich furchtbar. Aber es ist es eigentlich. Aber im großen Paket Ethik, alles miteinander. Und da kommt dann auch meiner Meinung nach der katholische Unterricht nicht zu kurz und der muslimische Unterricht käme auch nicht zu kurz. Aber die Toleranz käme viel weiter. Im März diesen Jahres haben die Grünen und die SPD einen Antrag im Kreistag gestellt für mehr Geld für die Pflege. Ja. Dieser Antrag wurde ja dann von ihrer Partei und den CSU abgelehnt, mit der Begründung, dass der Kreistag dafür nicht zuständig ist. Mhm. Sie haben als einzige ihre Partei für den Antrag gestimmt. Ja. Warum? Meine Fraktion hatte recht. Es ist nicht Sache des Kreistages, es muss zuerst im Verwaltungsrat sein. Aber wie ich damals schon gesagt habe, wenn jemand am Ertrinken ist, dann gehe ich auf ein Schiff und schmeiße demjenigen den Rettungsring zu, ob das Schiff mir gehört oder nicht. Es wäre ein Zeichen gewesen, dass der Kreistag sagt, okay, muss der Verwaltungsrat machen, weil zahlen müssen sie es ja sowieso. Also wenn der Verwaltungsrat mehr Leute einstellt das Krankenhaus ist im Defizit, dann muss es der Kreistag übernehmen. Also von dem her war das alles logisch richtig. Aber die Außenwirkung, wenn der Kreistag bestimmt hätte, hey, wir nehmen diese 800.000 Euro in die Hand und wir suchen jetzt bewusst Arbeitskräfte, dann wäre das eine Außenwirkung gewesen, wo dann auch die Pfleger und Schwestern gesagt hätten, hey, die gucken wenigstens, die bemühen sich, wir sind wertgeschätzt. Natürlich sind sie so auch, aber wir leben nun mal jetzt in einer Zeit, wo Außenwirkung alles ist, wo was in der Zeitung steht, einfach manchmal leider alles richtig ist. Also von dem her wäre das die richtige Außenwirkung gewesen, wenn der Kreistag gesagt hätte, wir nehmen die 800.000 Euro in die Hand.
und wir machen das. Wir haben das mit meiner Fraktion, ich habe vorher schon gesagt, hey Leute, geht nicht. Aber das ist das Schöne bei den Freien Wählern. Ich bin frei, ich darf das entscheiden, wie ich das für richtig empfinde. Und für mich war das so richtig. Auch wenn es falsch war. Also auch wenn es rechtlich oder vom Organisatorischen her falsch war, war es für mich die richtige Entscheidung, den Antrag mitzuentscheiden. Allein wegen der Außenwirkung für die Pfleger und Schwestern. Also wir gehen jetzt weiter zu den spezifischen Fragen. Mhm. Und wir würden, also was, wo es mir so geht, viele von meinen Freunden wissen jetzt gar nicht, wofür stehen die Freien Wähler eigentlich. Und jetzt wollte ich Sie mal fragen, dass Sie das kurz erläutern können. Die Freien Wähler werden leider oft, so wie Sie es auch geschrieben haben in Ihrer E-Mail, was ist der Unterschied zur CSU oder so, grundlegend. Von der Wertevorstellung vielleicht ähnlich, aber von der Entscheidungsfreiheit grundlegend anders. Ich als Freier Wähler, das war für mich der Grund, war ja vorher in einer anderen unabhängigen Wählergemeinschaft, für mich war das der Grund schlechthin, zu den Freien Wählern zu gehen, weil ich frei entscheiden kann, wie ich es für richtig halte. Wie ich vorher gesagt habe, man hat ja gern immer recht. Auch wenn man es nicht immer hat, aber ich kann für meine Meinung entscheiden und ich muss nicht den Willen meiner Fraktion mittragen. Und das war mir oder ist uns Freien Wählern sehr wichtig. Das im Großen, wir machen Politik für den Bürger, das sagt zwar jeder, stimmt auch wiederum, aber wir unterstützen auch Sachen, was vielleicht von der SPD oder von der CSU oder von den Grünen sind, wenn wir das für richtig empfinden. Weil da geht es nicht darum, oh nee, wir wollen das jetzt nicht, sondern wenn jemand anders eine gute Idee hat, dann unterstützen wir die mit. Wir haben zum Beispiel als Freie Wähler die Studiengebühren, Unterschriftensammlungen gestartet, dass die abgeschafft werden. G8 und G9, das mag man halten, wie man es will, für einige war G8 richtig. Für andere G9, aber für die meisten wäre G9 besser, weil man dann auch nachmittags mehr Zeit hat, um auch in die Vereine zu arbeiten. Wir haben dafür gekämpft, dass die Straßenbeiträge abgeschafft werden, was sich jetzt die schöne Bayerische Volkspartei auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass sie es abgeschafft haben. Aber da geht es um die Sachpolitik, nicht um irgendwelche Parteiideologien, sondern darum, was für Probleme stehen an, wie löse ich sie und wann löse ich sie und dann wird es gemacht. Dafür stehen Freie Wähler. Ansonsten sind sie ein bisschen konservativ, ja. Muss aber nichts Schlechtes sein. Ich hätte noch eine kleine Nachfrage dazu, weil Sie haben ja gesagt, dass Sie gerade eben, dass Sie die anderen Parteien auch unterstützen sollen, ja, wenn Sie eben ja das vertreten, was Sie auch vertreten. Ja. Würde das bei Ihnen auch für die AfD, zustimmen? Nein, weil wir überhaupt kein. Ich wüsste nicht, was die AfD vorschlagen kann, wo ich gleicher Meinung bin. Also von dem her, also kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn Sie jetzt was eben bringen würden, was Sie unterstützen könnten, würden Sie das dann, würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, nein, das ist die AfD, das mache ich nicht? Oh, Gewissensfrage. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, kann ich Ihnen gar nicht so beantworten. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, weil im Moment kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwas kommt, wo wir gleicher Meinung wären. Da müssten Sie sich komplett drehen. Dann müssten sie grün werden. Oder Orange mit Freie Wähler. Kann man aber nicht vorstellen. Die werden die eher, die sind ja nicht, die gehen ja immer mehr in die rechte Richtung. Also von dem her, ne, so weit kommt es gar nicht. Okay, danke. Bitte. Wir haben ja hier auch in der Region das Problem, dass es einfach immer mehr Katzen gibt. Viele Katzen sind halt nicht kastriert oder sterilisiert und auch leben sie so vor sich hin, dann ist halt auch die Situation, dass auch diese Katzenbabys ertränkt werden, weil sie einfach zu viele sind. Was würden Sie denn zu einer Kastrationspflicht sagen? Wäre ich sofort dafür. Unabhängig davon, dass wenn man Tierarzt ist und wir Tierarztpraxis haben. Ich muss aber dazu sagen, ich bin selber von der Landwirtschaft, also wir haben einen Bauernhof gehabt. Und es gibt aber auch wirklich viele Bauernhöfe, wo es den Katzen wirklich, wirklich gut geht. Also bei uns, wir waren so ein Hof und ich weiß persönlich, kenne niemanden, wo Katzen ertränkt hat. Mhm. Vielleicht haben sie es uns auch damals als Kinder nicht gesagt, also um Gottes Willen. Aber bei uns daheim und im Bekanntenkreis weiß ich das nicht. Auch mit den Hunden, dass es denen, da heißt es immer, die Hunde auf den Bauernhöfe geht so schlecht. Die Erfahrung habe ich nie gemacht, im Gegenteil, die waren immer sehr freiheitsliebend. Mit unseren Katzen sind wir sogar zum Tierarzt gegangen, also das so nebenbei.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn sich Katzen, gerade wilde Katzen, ungehemmt vermehren, das kriegt man gar nicht mehr im Griff. Und natürlich leiden die Babys, die können gar nicht mehr durchkommen. Wenn eine Kätzchen zweimal im Jahr 4, 5 Junge kriegt, das ist Stress pur. Und dann kriegen sie vielleicht noch Katzenschnupfen und Katzenseuche und dann sterben die elendiglich, muss man ganz ehrlich sagen. Fangen kann man sie dann auch nicht, weil sie ja wild sind. Und eine wilde Katze zu fangen, ist nicht lustig im Moment. Also ich bin immer mit Kratzer vom Arbeiten. Und das sind ja zahme Tiere. Also da kann man sich vorstellen, wie Wildkatzen sind. Die muss man im Käfig fangen. Und es gab meiner Meinung nach vor 15, 20 Jahren schon mal so eine Aktion, wo sie dann im Tierheim kastriert worden sind. Oder das Tierheim hat einen Zuschuss gekriegt. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich bin schon der Meinung, wenn es wilde Katzen sind, die niemand gehören, dass man die ins Tierheim bringen kann, dass die kastriert werden und dann wieder ausgesetzt werden. Und ich bin auch der Meinung, das könnte ohne weiteres die Allgemeinheit finanzieren. Also nicht, dass die Tierärzte das kriegen, sondern dass das vom Tierheim einfach, die Tierärzte, die da arbeiten, dass die das einfach machen. Also nicht, dass man meint, ich bin jetzt da dafür, weil wir eine Tierarztpraxis haben. Aber das wäre ja von der Umsetzung sehr kompliziert. Man müsste das ja auch alles kontrollieren, dass das auch wirklich funktioniert. Und meinst du, dass das mit der Umsetzung funktionieren könnte? Dass man wilde Katzen... Ja, weil man muss ja das dann alles organisieren. Man braucht ja Leute, die das machen und eben dann finanzieren, überwachen. Also wenn man wilde Katzen fängt, dann kann man die untersuchen und man sieht meistens, ob sie kastriert sind oder nicht. Aber natürlich ist es ein Mehraufwand. Und wenn wilde Katzen gefangen sind und sie waren in Narkose oder in geringer Beruhigungsspritze, dass man sie überhaupt untersuchen könnte, man könnte sie auch tätowieren bei der Kastration, wenn man es das erste Mal macht und sieht, aha, die ist mit einem speziellen Zeichen, dass sie kastriert sind. Man kann sie tätowieren und melden bei TASSO. Das ist so eine Organisation, wo die Katzen und Hunde kostenlos registriert sind. Also da kann man das, meiner Meinung nach, wäre vom Aufwand, könnte man das schon machen. Doch, also da denke ich nicht, dass man kann alles kompliziert machen. Mhm. Aber es gibt so viele Freiwillige, auch heute noch, wo für den Tierschutz arbeiten. Und wenn versorgt worden mit diesen Katzenkörben, die es ja bei den Tierheimen auch gibt, wenn die aufstellen, weil viele Leute wissen ja gar nicht, wo die Katzen sind. Aber wenn man das dann weiß, in alten Fabriken oder so, und man sammelt die auf, dann ist das kein Problem. Dann kann man das, also das wird man schon hinkriegen. Nur sollte man sich die Katzen dann da auch wieder rauslassen. Weil das ist ja ihr Revier und eine Katze aus dem Revier rausnehmen, das ist nicht so gut. Und man kann ja inzwischen so kastrieren, dass man nicht einmal 10 Tage später die Fäden ziehen muss. Wenn man intrakutan nachmacht, dann ist das kein Problem. Antibiotische Versorgung für 10 Tage, dann ist es unter ganz normalen Umständen so, dass das keine Probleme gibt. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn Sie ein beliebiges Gesetz einbringen könnten, was wäre der Inhalt? Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit. Das habe ich gleich gewusst. Wenn mir das sowas von auf den Keks geht, dass Frauen immer noch mindestens 20% weniger kriegen und viel schlechtere Chancen haben im Beruf. Gerade zwischen dem Alter zwischen 20 und 40. Kein Mensch darf mehr sagen, und wie sieht es mit der Familienplanung aus? Aber natürlich kommen die Fragen trotzdem. Und jeder geht natürlich davon aus, dass eine Frau, wenn sie Kinder hat, aber ihre Kinder, was ja auch logisch ist, daheim bleiben will. Und von dem her, gleiche Chancen für uns Frauen. Das war auch meine Frage zur letzten Frage. Vielen Dank, dass Sie Danke. Das war sehr angenehm. Danke. Jetzt hätte ich Sie unterbrochen, das wollte ich eigentlich nicht. Sorry.